einen Odysseus, also einen Homer, der Sachen beschreibt, die wirklich existiert haben. Da sieht man ja darum, dass niemand dann viel erfinden konnte. Aber was ist das gerade, was ist wichtig an diesem Geschichtsschreibungen? Da wird dann schon etwas Alexander der Große natürlich, als Helios, weil sie auch ein paar Punkte im Kopf gehabt, also einen Sonnenkranz, Strahlenkranz.